Heute geht es um die Arbeitsweise der Schilddrüse, wie wir sozusagen zu unseren Hormonen kommen und wie unsere Schilddrüse unseren Stoffwechsel anregt. Man muss wissen, im Gehirn, im Bereich der sogenannten Hypophyse, wird ein Stoff namens TSH gebildet. TSH, das schilddrüsenstimulierende Hormon, geht über den Blutkreislauf zur Schilddrüse und dort produziert die Schilddrüse, wenn alle orthomolekularen Stoffe vorhanden sind, die ich das letzte Mal genannt habe, und wenn keine Entzündungsherde vorhanden sind, wird dann das sogenannte T3, T4 produziert. Diese Stoffe wandern dann in die Leber und die Leber wandelt das T4 in das freie T3 um. Und das T3, das ist das, was unseren Stoffwechsel im Endeffekt ausmacht. So, wenn jetzt zu viel umgewandelt wird, und Sie müssen wissen, es gibt dann ein anderes, ein sogenanntes Releasing-Hormon. Das ist das, was dann an den Hypothalamus geschickt wird. Das ist auch ein Teil des Gehirns und der kontrolliert diesen TSH-Spiegel. So, und wenn das alles nicht richtig stimmt, diese Ausschüttung, dann wird im Endeffekt mehr TSH ausgeschüttet oder weniger ausgeschüttet. Jetzt ist es so, die Leber wandelt, wie gesagt, das T4, T3 um. Das freie T3, was unseren Stoffwechsel anregt, wird ausgeschüttet. Hat aber jetzt die Leber zu viel umgewandelt, dann sagt sie, okay, ich mache aus dem T4, was ich übrig habe, ein sogenanntes Reserve-T3. Und das ist das, was teilweise uns ganz große Probleme macht. Warum, erkläre ich Ihnen gleich. Jetzt stellen Sie sich erst einmal vor, das TSH, also das schilddrüsenstimulierende Hormon, ist nichts anderes als die Anzahl der Batterien, die Sie zu Hause haben. Sie haben viele Batterien zu Hause, das heißt ein hoher TSH-Spiegel, weil sie nicht verbraucht werden. So, Sie haben sehr wenig Batterien zu Hause, das heißt der TSH-Spiegel ist sehr niedrig, weil es viel verbraucht wird. Das ist erstmal der TSH-Wert. Das heißt, ich will damit ein Gerät zum Arbeiten bringen. Jetzt ist es so, das T4 ist jetzt, können Sie sich vorstellen, eine bestimmte Größe der Batterie. So, das wird jetzt umgewandelt in das aktive T3 und das ist das, was Sie in die Batterie, in das Batteriefach einlegen. So, und jetzt ist es wichtig, wenn ich nur den TSH-Spiegel messe oder messen lasse im Blut, sehe ich überhaupt nicht, was da im Endeffekt in dem Batteriefach passiert. Also sollte man immer das FT4 und FT3 im Blut mitmessen. Messe ich jetzt das FT3, ist es so, dass ich messe, wie viel von diesen Batterien in dem Fach drin sind. 4 Stück gehören rein, 4 Stück liegen drin. So. Und dann sagt man, jetzt müsste es funktionieren. Problem ist aber, ich habe Ihnen erzählt, es gibt auch ein Reserve-T3. Und das Reserve-T3 hat eine blöde Angewohnheit. Das ist exakt genau diese Batterie hier. Aber diese Batterie ist leer, das ist eine Dummy-Batterie. Und das Dumme ist, weil Sie sie nicht unterscheiden können, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, welche von diesen Batterien voll ist oder nicht, ich lege sie ins Fach rein. Und ich sehe nur über die FT3-Messung, dass alle Batterien im Batteriefach drin sind. Und wie stelle ich aber jetzt fest, ob ich hohes Reserve-T3 habe und somit eine Unterfunktion der Schilddrüse, weil diese Dummies ja nicht funktionieren? Ich messe hier über ein Messgerät, ob diese Batterie voll ist. Und das ist das, was man als Reserve-T3 bezeichnet. Das heißt für Sie, wenn Sie wissen wollen, ob Ihre Schilddrüse richtig funktioniert, sollten Sie immer das TSH messen lassen, sprich die Anzahl der Batterien. Hohe Zahl, es wird nicht verbraucht, ganz wenig Batterien, es wird sehr viel verbraucht. Dann das FT3, um zu sehen, wird es ordentlich aus FT4, FT3 umgewandelt. So, und dann teste ich nochmals das Reserve-T3, um zu sehen, werden sehr, sehr viele Dummies hergestellt, ja, die keine Funktion haben, die mir einen normalen FT3-Wert anzeigen und ich habe trotzdem leere Batterien in meinem Fach drin. Und somit können Sie grundlegend einen ordentlichen Schilddrüsenstoffwechsel auch widerspiegeln. Es ist manchmal ein bisschen wild, ein bisschen schwierig zu erklären oder zu verstehen, aber im Endeffekt ist es so einfach, wie ich es Ihnen gesagt habe. Ein Hormon wird aus dem Gehirn zur Schilddrüse gebracht, daraus wird T3, T4 produziert, die Leber wandelt es um.
das, was sie zu viel an T4 hat und umgewandelt hat, aber nicht für das T3 braucht, gibt sie als Dummy, sprich als Reserve T3. Und wenn sie dann Pech haben, wird genau dieser Dummy Reserve T3 an die Stoffwechselrezeptoren mit angedockt. Sie legen es mit ins Batteriefach und dann haben sie eine Unterfunktion, weil der Stoffwechsel funktioniert nicht richtig, obwohl vermeintlich TSH, FT3, FT4 in Ordnung ist. Deswegen im Zweifel immer mal das Reserve T3 testen lassen. Warum die Leber dann manchmal ein Problem hat, das umzuwandeln, warum sie zu viel Reserve T3 produziert, welche Einflüsse daherkommen, warum dann im Hintergrund eine Schilddrüsenerkrankung ablaufen kann, die Ursachen dafür, das gibt es das nächste Mal. Denn wir werden uns dann um einen Diabetes kümmern, der kann es beeinflussen, Cortisolstörung, hormonelle Gaben, Autoimmunerkrankungen und vor allem Entzündungen, chronische Entzündungen des Darms, weil das zeigt sich dann im Stoffwechsel der Leber. Bis dahin eine schöne Woche, Ihre Praxis Müller-Camus.